hier draußen. So. Schauen wir mal. Zwei Folgen habe ich noch, die ich heute machen wollte. Mal schauen, ob es reicht. Um diesen Gang hier zumindest schon mal fertig auszubauen. Ist ja doch ein ziemlich großes Ding, wenn man das mal so guckt auf der Karte. Auch von den Koordinaten. Das ist schon was Größeres. Und vor allem noch eine große Hilfe, später die Gegenstände ins Lager zu bekommen. Denn von da unten die einzusortieren, wird wesentlich schneller gehen, als immer wieder hin und her zu rennen. So, die Reihe ist fertig. Dann machen wir die nächste und gehen einfach wieder zurück. Naja, da vorne habe ich noch ein paar Cobblestones vergessen. Ach, und schon wieder Wasser. Wie viele unterirdische Seen wir doch hatten. Naja, die waren mal alle oberirdisch. Immer Kohle. Immer wieder gern gesehen. Auch wenn wir inzwischen ja massig davon haben. Es hat ja für zwei Pyramiden gereicht. Vorne steht der Creeper. Er will sich auch schon ansehen, was wir hier so bauen. Ja, er erhofft sich eine Bombenstimmung hier unten. Aber da täuscht er sich leider. Ja, hat sich definitiv getäuscht. Hier unten ist keine Bombenstimmung. Sand. Jede Menge Sand. So. Du weg, du weg, du weg. Und dieses Jahr muss ich das unbedingt mal schaffen, Power als Gast ins LP zu bringen. Leider ist ja unser gemeinsames LP aus Zeitgründen und aus meinen PC-Gründen nicht mal wirklich was geworden. Aber ich hoffe, dass er wirklich noch hier zu Gast kommt und sich hier verewigen kann, dass er das mal schafft. Wäre auf jeden Fall schön. So, dann die Decke. Die machen wir jetzt erstmal bis hier. Können wir bis hier schon mal alles fertig bauen und es uns ansehen, wie es dann später aussehen wird. Ach ja. Immer wieder schön, wenn man doch die Hälfte einfach stehen lässt. Ja, und damit mache ich auch mal wieder was am Untergrund. Da hatte ich ja mal irgendwann großspurig gesagt, wir bauen hier unten ein Labyrinth auf. Und dann irgendwann ist mir daran die Lust vergangen an der Idee. Wir haben nur ein paar Gänge. Aber so kann man es ja dann auch machen, immer mal wieder ein Stückchen weiterbauen. Und hoffen, dass es irgendwann mal fertig wird. So, hier drin sollten wir auf jeden Fall noch eine Fackel aufhängen. So, mehr Fichte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
gesagt, mehr Fichte. Wenn der kleine Fehler hier nicht wäre. So. Ja, also wenn ich so guck, sieht schon mal nicht schlecht aus. Also, es ist ansehnlich für einen Tunnel. So. Das Wasser hier auch mal aufzutropfen. So. Ach. Wie schnell das Holz doch weggeht. Cobblestone doch weggeht. Ja, der Boden ist das, was wir ganz zum Schluss machen. Dann, wenn auch schon keine Fackeln mehr auf dem Boden stehen. Jetzt müsste ja mal irgendwann gleich der Durchgang kommen. Ach, da vorne erst. Jetzt muss ich noch die Decke weiter ausschachten. Das Stück, was wir ausgeschachtet haben, ist schon fertig. Warum mache ich die Decke nur stückchenweise und nicht auch sofort ganz? Ganz einfach, weil da vorne Wasser reinlaufen würde. Und ich weiß noch nicht, wie wir das verhindern wollen. Effektiv bauen wollen. Außerdem weiß ich nicht, wie das mit der Birke hier ist. Also, das Stück bleibt erstmal so. Und den Rest, den können wir jetzt schon machen. So, hier müssen wir ein bisschen mehr Holz reinsetzen nachher. Oder Cobblestone, ich weiß es noch nicht. So, nächste Fackel dann. Ja, das Ausbauen hält jetzt natürlich auch nochmal auf. Aber es muss ja gescheit aussehen. Wir können das ja nicht so grob eher in den Stein gehauen lassen. Was mache ich denn hier? Ja, mein Mausrad klemmt so ein bisschen. Ich glaube, man merkt es. So, auch hier hört das Wasser jetzt auf. Vier, fünf, sechs, sieben. Ach, das passt doch. Dahin. Ein bisschen sparsam müssen wir schon sein.
Gerade was das Holz angeht. Naja, Fichte ist jetzt nicht mehr so schwer zu farmen durch den einen Redwood-Wald, den wir haben. Oder Mega, Tiger, Fichte, keine Ahnung. Der riesige Nadelwald, wo wir das ganze Potsdol rausgekratzt haben. Zusammen mit Willi. Ach, das waren noch Zeiten. Okay, dann kommt hier Kabel dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir hier noch Birke? Nein, da muss neue Birke ausgepackt werden. So. Dort ran, der weg. Und die Decke wieder mit Kabel. So, damit sind wir jetzt bis hierhin fertig, bis zum Durchgang. Naja, der Boden fehlt noch, aber die Wände sind bis dahin fertig. Heute ist nicht mein Tag. Ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt, das merkt man. Ich werde ungenau. So, dann können wir gleich noch den Rest Kabel verbauen. Denn sobald uns das Holz ausgeht, gehen wir dann auch erstmal wieder zurück. Aber so viel Kabel wird es nicht sein. Mal. Oh, wird ganz schick. Habe ich ein Gefühl. Eigentlich zu schade schon fast, um da so eine Leitung durchlaufen zu lassen. Aber dafür bauen wir es ja immerhin. Wäre jetzt ja blöd, wenn wir allein, weil es uns jetzt zu schade ist, einen neuen Tunnel bauen würden. Außerdem wird man ja von den Tunneln trotzdem noch genug sehen. Oh, und ganz treffen kommt dort dann noch einer hin. Und hier. Ach nee, Quatsch. Dahin. Auf die Ecke. Kann man ja schon mal Kabel machen hier oben. Das nicht vielleicht einfacher, sogar noch von oben zu machen? Keine Ahnung. Ist beides gleich ätzend. Kann dort eine Fackel dran und ab hier geht's dann dort los. Dann würde ich sagen, verbauen wir noch den Rest Cobblestone in den Böden. Sobald wir da keinen mehr haben. Geht's dann erstmal wieder zurück. Birke haben wir noch. Fichte haben wir im Lager noch. Das heißt, noch brauchen wir uns da keine Sorgen über Rohstoffengpässe machen. Da habe ich den Kabel vergessen in der Decke. Was jetzt in Minecraft noch fehlt, das ist